Dankeschön. Frau Dr. Merkel, es freut mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier zusammen mit der CSU-Zukunftskommission das neue Integrationsgesetz einmal auf Herz und Nieren zu prüfen. Ich begrüße an dieser Stelle auch Professor Dr. 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 Phil H.C. Arnulf Ratting vom Niederbayerischen Philologenverband, der diesen Testlauf protokollieren wird. Soll ich das auch aufschreiben? Na, das sind ja Sie selber. Ach so. Und dann an der Stelle begrüße ich noch herzlich die Integrationspflichtigen. Servus. Grüezi. Das sind aber komische Syrer. Was? Na, ach so. Na, der Herr Dorfer ist Österreicher und die Frau Brugger ist Schweizerin. Aha. Ja, wir haben uns halt gedacht, wir fangen bei der Integration einmal klein an. Da haben sich ein Österreicher und eine Schweizerin ausgesucht, ob wir das schaffen werden. Also, aber ich meine, Sie, also, ja, Sie, Entschuldigung, aber Sie sagen doch immer, wir schaffen das. Das war ironisch gemeint. Also, okay. So, jetzt zu Ihnen, liebe zukünftige Mitbürger und Mitbürgerinnen. Schön, dass Sie sich bei uns integrieren lassen wollen müssen. Wir haben dafür eine erfolgreiche Integration alle Voraussetzungen geschaffen. Die Ausländer haben wir jetzt. Strafen haben wir auch. Also falls sich jemand nicht integrieren möchte, jetzt müssen wir nur rausfinden, worein sie sich integrieren müssen. Ja, das ist doch völlig klar. Ich meine, in die deutsche Leitkultur natürlich. Ja, das ist gut. Schreiben Sie auf, in die deutsche Leitkultur integrieren. Ganz genau. Entschuldigung, wir haben alle großen Deutschen studiert, Goethe, Schiller und Rudi Carell. Und was ist diese deutsche Leitkultur eigentlich? Ja, nun, meine Herren, das kann jetzt nicht so schwer sein, oder? Was ist denn typisch für die deutsche Kultur? Ja, was schauen Sie denn mich so an? Das müssen doch die wissen, ich bin ja schon drin. Darf ich mal einen Vorschlag machen? Ja, sehr gerne. Pünktlichkeit. Sehr gut. Das ist gut, das ist so. Schreiben Sie auf, Pünktlichkeit, das ist doch eine schöne, typisch deutsche Errungenschaft. Ja? Meinen Sie so pünktlich wie die Schweizerische Bundesbahn? Ja gut, schreiben Sie vielleicht technische Präzision, das trifft, ja? So präzise zum Beispiel wie ein Schweizer Uhrwerk. Gut, Höflichkeit wäre auch ganz hübsch. Ja, ja. Höflich. Ich möchte nicht respektlos sein, aber von außen betrachtet fällt einem bei Höflichkeit nicht zuerst Deutschland ein. Geh, legst du mir doch am Arsch. Was? Das soll ich nicht. Sagen wollte. Ja, das ist doch... Ja, dann streiche ich jetzt Pünktlichkeit, Höflichkeit und Präzision. Ja. Gut, vielleicht kommen wir ja über das Bild des Deutschen im Ausland zu einer typischen deutschen Leitkultur. Das ist eine sehr gute Idee und es geht auch relativ schnell, nicht wahr? Denn ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, das Bild der Deutschen im Ausland, das sind einmal wir. Bayern, Bier, Berge. Ich möchte ungern kleinlich sein, aber aus der Perspektive von unserem Matterhorn sieht Ihre Zugspitze aus wie ein Muckenfurz. Und wie genau integriert man sich in einen Berg? Besteigt man den und gibt es einen Beleidigungsparagrafen, den keiner kennt? Also, es sind ja jetzt nicht nur Berge. Ne? Wir haben ja noch haufenweise andere. Wir haben ja auch noch zum Beispiel also Lederhosen und Dirndl. Ne? Eine von unten, seit Jahrhunderten gewachsene Kultur. Also, so weit von unten war jetzt das meiner Meinung nach und meines Wissens auch nicht, weil ich habe hier aufgeschrieben, 1853 hat der bayerische König das zur Hebung des Nationalgefühls angeordnet, dass Leute kurze Hosen tragen müssen. Und Dirndl? Das wurde von jüdischen Kaufleuten aus Bielefeld erfunden, bevor sie von den Nazis vertrieben worden sind. Es bleibt immer noch das Bier! Lustig, das stammt aus Babylon vor 10.000 Jahren, arabischer Raum, es ist lustig, ne? Dann streiche ich jetzt Bayern. Ja. Was für ein Dach? Da geht's noch ab. Vorhanden, du. Pass auf, du. Pass mal auf, du.
Ich sag's Ihnen gleich, das bedeutet Krieg, gell? Ja, jetzt setz dich mal wieder hin, du Seppel. Also, die deutsche Leitkultur erschöpft sich ja nicht nur darin, Menschen in kurze Hosen zu stopfen. Genau. Sondern auch in kurzen Hosen unsere deutschen Werte zu akzeptieren. Und die sind? Ah, Schweinefleisch zum Beispiel. Wie akzeptiere ich Schweinefleisch? Indem man Menschen, die Schweinefleisch essen, nicht diskriminiert. Also daneben zu sitzen, ohne mitzuessen, ist okay? Nein, das wäre ja passive Akzeptanz. Also, das wäre ja, da ließe den Verdacht einer heimlichen Missbilligung aufkommen. Also soll ich einfach auch mal einen Biss nehmen? Na, ist ja mein Schweinefleisch. Jetzt schreibe mal dein, hey, Schweinefleisch ist ein Wert an sich. Und wenn mir meine Religion, sagen wir, Schweinefleisch verbietet? Ja, die Integration muss Ihnen schon ein bisschen wehtun. Sonst ist es ja keine Leistung, ne? Sonst sind Sie ja einfach nur hier. Ja, gut. Wir haben ja jetzt noch mehr im Angebot, ne, als Schweinefleisch. Wir haben ja auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Beide stößt dem Muslim sah auf. Doch, und die Achtung vor dem deutschen Grundgesetz. Aber wozu brauchen wir dann die Leitkultur, wenn wir eh das Grundgesetz haben? Ja, also so einfach ist es nun nicht. Man kann ja auch gesetzestreu leben, ohne den Inhalt des Rechtes zu bejahen. Okay. Verstehen Sie, wenn jetzt zum Beispiel ein Engländer hierher käme und sich streng an den Rechtsverkehr hält, das macht ihn ja noch nicht zum Deutschen. Weil es ja, er könnte ja heimlich im Inneren noch dem Linksverkehr huldigen. Aber ist es für einen unfallfreien Verkehr nicht wurscht, mit welcher inneren Einstellung ich die Straßenverkehrsordnung beachte? Nein! Sie müssen den Rechtsverkehr lieben mit all Ihrer Seele, sonst dürfen Sie nicht mitfahren. Dann streiche ich jetzt Höflichkeit nochmal. Ach, das. Also. Es ist so schwer. Ja, Sie müssen heute die demokratischen Werte kennen und auch leben. Ja, aber ist es nicht ein bisschen schwierig, solche Werte zu leben, wenn man nicht einmal mitwählen darf, so als Nicht-EUler? Ja, aus der Sicht der Flüchtlinge zum Beispiel, also wenn ich nicht arbeiten darf und nicht teilhaben kann, wie akzeptiere ich dann die Werte? Ja, das ist halt das Besondere an der deutschen Leitkultur, nicht wahr, dass Ausländer da halt nicht mitmachen dürfen. Das heißt, ich akzeptiere Demokratie, indem ich nicht teilnehmen darf. Also schöner hätte ich es jetzt auch nicht sagen können. Sagen Sie mal, fassen Sie mal zusammen, was haben wir denn bisher unter deutscher Leitkultur? Na, wir haben Schweinefleisch und Rechtsverkehr. Aha. Und nicht wählen dürfen, lieben müssen. Ach. Sagen Sie, haben wir nicht noch irgendwo so christlich-jüdische Abendlandwerte rumliegen? Und was ist die Verbindung zwischen christlich-jüdisch und Leitkultur? Ist das vielleicht die Verfolgung? Jetzt lenken Sie mal nicht ab, gell? Also dann streiche ich jetzt Juden. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja, nein, wir müssen uns vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren auf unser christliches Erbe. Das wäre ja dann die Bergpredigt. Vielleicht kennen Sie das nicht. Das ist also, wenn man auf die eine Wange geschlagen bekommt, muss man auch die Wange die andere hinhalten. Nicht? Das heißt also, wenn man eine Grenze öffnet, muss man auch... Ja, das ist das Schöne auch an der christlichen Religion, dass man sich da nicht dran halten muss und trotzdem weiter Christ bleibt. Das ist ja letztlich Religionsfreiheit. Also... Dann schreibe ich Toleranz gegenüber der Bergpredigt. Ja, das ist Leitkultur. Ja? Und daran müssen Sie sich halt einfach halten. Ne? Ja, aber das ist ja das Problem. Das können wir leider nicht. Was? Warum? Bitte? Warum? Was? Also, die oder eine für alle verbindlich definierte deutsche Kultur darf es in einem republikanischen Verfassungsstaat nicht geben, sagt Politikwissenschaftler Professor Dieter Oberndörfer. Sehen Sie, das Grundgesetz garantiert gerade eine Vielzahl an verschiedenen Kulturen. Also, eine Vielzahl an Kulturen, also nein, das sage ich nochmal, Multikulti ist gescheitert. Genau, ja, wir müssen uns doch vor dem Islam schützen. Nein, Ihr Grundgesetz schützt den einzelnen Bürger. Dem Bürger darf weder die Leitkultur eines fundamentalistischen Moslems
noch die Leitkultur eines wild gewordenen CSUlers aufgezwungen werden. Die anderen. Das heißt, Ihre Leitkultur ist verfassungswidrig. Also dann streiche ich jetzt die Leitkultur aus der Leitkultur. Ja, das müssen Sie mal. Gut, ich denke, wir werden uns da jetzt vielleicht nicht mehr einig. Aber einig sind wir doch uns vielleicht in dem Punkt, dass allein der Versuch, eine Leitkultur zu definieren, etwas typisch Deutsches ist. Genau, wenigstens dies halt. Was denn noch? Der Begriff Leitkultur wurde geprägt von Basam Tibi, einem Soziologen, der ursprünglich zugewandert war aus Syrien. Und was ist jetzt mit uns? Na ja, könnten Sie mit Schweinefleisch und Rechtsverkehr leben? Passt, oder? Dann herzlich willkommen.